Ich würde gerne meine Augenfarbe ändern, weil ich sehe aus wie ein Husky auf Ecstasy. Ja, du siehst ein bisschen aus wie so ein weißer Wanderer, ja. Ja. Deswegen hast du so eine Bumsbrille auf, aus dem Kaugummi-Automaten. Richtig, richtig, genau. Ja. Da weiß ich ja, wo mein Verlobungsring herkommen wird. Hm. Also ich kenne einen Imker namens Jeff, ein ziemlich schräger Vogel. Die Welt geht vor die Hunde und er scheint das kaum zu registrieren. Honig essen die Leute seit tausenden von Jahren. Honig einzutauschen, aber er kam nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da was nicht stimmt. Er lebt auf dem Platz in der Nähe der Bank of Japan. Falls Sie zufällig da vorbeikommen, könnten Sie dann bitte nach ihm Ausschau halten? Da ist er wohl Big in Japan? Oh. So. Die Ernte sieht wirklich gut aus. Endlich sind wir in der Lage, unser eigenes Essen anzubauen. Kommen Sie und sehen Sie sich um. Bringen einem wenig, wenn man keinen Ort hat, an dem ja, man sie der Verkäufer blinkt. Deshalb verkünde ich mit Stolz die Eröffnung der Werkstatt. Die haben Sam. Wer ist Sam? Scharfschützen in diesem Drecksloch. Hey, Sie sind gerade nicht beschäftigt, oder? Sam hat den Leuten hier gezeigt, wie man schießt. Was für eine Ironie, dass der einzige Typ, der mit einer Waffe umgehen kann, gefangen genommen wurde. Fick dich doch, ey. Es nervt. Connection lost. Sicherer Bereich betreten. Letzte Woche haben die Outcasts das Lager an der Constitution Avenue übernommen und senden über die Masten dort Propaganda. Außerdem gibt es dort jede Menge Werkzeuge. Aber das nützt uns nichts. Die Outcasts sind zu stark. Und Henry schickt keine Gruppen zum Plündern los, wenn er weiß, dass sie Probleme bekommen. Hallo, ich bin Joshua Summers, Arzt. Wie es scheint, werden meine Dienste im Weißen Haus gebraucht. Ich bin sicher, wir sehen uns da. So, es macht heute keinen Spaß, ey, dieser Dreck. Ja, das nervt. So, was haben wir jetzt auf der Karte noch? Noch ein paar Sachen dazukommen. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt nochmal hier mit der Verkäuferin reden musst. Achso, mit der Verkäuferin. Ich hatte gerade mit ihr geredet, also beziehungsweise ich hatte ihr Verkaufsfenster aufgemacht. Ja. Und auf einmal hatte ich noch einen Nebeneinsatz. Wie heißt denn der? Da gucke ich mal, ob ich den habe. Aber ansonsten, wir machen ja eh alles zusammen, insofern. Ja. Ich denke, ich vermute, dass wir haben so viele Nebensachen gemacht, so viele Straßenbanden aufgehalten, dass wir eben bis nach Level 30 weiter zu tun haben. Das kann durchaus sein, ja. Die Rüstungen bei der sind immer voll geil. Ich habe jetzt schon wieder eine bessere. Es ist dieselbe übrigens. Ach stimmt, die ist bloß ein Level höher, genau. Ja. So. Aber die tatsächlich ist die echt gut. Auf. Ich hoffe, Sie finden Verwendung dafür. So, lege ich den Shit mal an.
Ja. Auf der Mappe. Ja, wie gesagt, also wir haben unten so einen Haupteinsatz im Territorium vom Weißen Haus links drunter. Oder ja. Wir machen halt hier den Kontrollpunkt bzw. den Nebeneinsatz, das meine ich. Ja, dann lass doch hier den Nebeneinsatz machen. Drüber ist noch ein Haupteinsatz. Stimmt. Joshua Summers sollen wir erstmal noch rekrutieren. Der hier drüben irgendwo ist. Das habe ich gerade schon gemacht. Das ist der Friseur. Eine unserer Aufgaben ist auch noch so einen Außenposten zu versorgen. Das können wir ja noch auf den Weg machen. Mhm. Geringes Risiko ist immer noch Risiko. Gut, dann können wir von hier aus direkt los, wa? Ja. Und, machen wir erst den Kontrollpunkt, dann haben wir daneben noch eine unbekannte Aktivität. Genau. Den Manteau. Wieder auf Sturmgewehr gewechselt, weil ich ein ganz gutes gefunden habe. Was hast du jetzt? Dukom MK16. Das ist echt nicht schlecht, ja. Ja. Ich glaube, das ist auch relativ präzise. M16 Tactic und SIG 716. Und du hast keinen Sniper, ne? Du baust dir immer die Gewehre zum Sniper um. Genau. Das ist aber tatsächlich gar nicht so dumm. Ja, du hast halt eine bärige Feuerrate. So schnell wie du klicken kannst, schießt er halt. Ja. Geiselnahme in der Nähe. Oh, Geiselnahme wäre gut, weil das ist einer unserer Aufträge. Ja, dann machen wir das. Dann, das ist nämlich hier. Das Fragezeichen? Fragezeichen, vermute ich. Markier es mal an, dass wir es direkt sehen. Oh ja, das klingt nicht gut. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ah, hier muss man rein. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Oh. Was ist das? Das Gold? Schlüssel. Ah ja. Die Schlüssel. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Agentur ist da drin. Ich wäre fast gestorben. Danke. Und es zählt noch als Aktivität. Da brauchen wir da auch nur noch eine. Das dürfte ja das Befreien des Außenposten sein. Da kannst du schon mal gucken. Ah ja, ja, ja. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Hier gerade und dann links rum. Ja. Guck nochmal hoch, ob da oben vielleicht noch was liegt. Also Leitern, die verleiten ja immer. Verrückt, oder? Mhm. Hier ist ein Kistchen. Tatsache, ein Waffenkoffer. Ach mein. Das ist krass, das ist nur noch beim. Für mich tropft fast nur noch lila und gelb. Das ist echt krass. Ja. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Okay. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Da, jo. Ja, hier vorne geht's. Jo. Da
oben ist noch so ein Werkzeugkoffer gewesen. Ja. Ach so, rückblickend süß, was wir damals als coole Waffen so empfunden haben, ne? Und jetzt. Ja. Ah, das hat uns ja das, das Spiel regelrecht aufoktroyiert, weil nichts Besseres gedroppt ist als grün. Geh rein, ne? Darf ich noch weiter links? Ja, noch austreiben. Ja. Wir können schon rufen. Ah, da drüben sind sie rechts. Ja. Ich rufe mal. Hinter uns sind auch noch welche. Hey, alles in Ordnung? Hinter uns ist noch... Ja. Den wir oben. Oh, keiner mehr. Hinter uns noch, da wo ich in diesen Durchgang sind noch welche drin. Sehr schön. Granat werfen. Ach, du hast schon ausgelöst, ne? Die Fackel. Ja, die sind schon da auch. Ah, hier oben drauf steht noch einer. Ach, ich bin ein Idiot, ey. Ja? Hab ich selber abgefackelt. Hinter uns. Da oben drauf. Ja. Und dann hoch. Ich glaube, die ist über die Telefonzelle gesprungen. Jetzt erstmal machen, Päuschen. Ja, drin. Das ist ein echter Kugel. Eines ihrer Projekte am Campus ist bereit zur Fertigstellung. Gegenangriff. Von vorne. Sich nähernde Feinde erkannt. Von da vorne, genau. Von Feinden bewacht. Ab unten nimmst du oben. Zivilisten in Not. Ja. Oh, hier sind viele, Alter. So, dann komme ich zu dir. Ich liebe das. Rechts.
Brenn dich erstmal nieder, bevor der andere niederbrennt. Oh, ui. Hoffentlich nimmt der mir mal ein bisschen Nahrung ab, ey. Gummidor-Stufen aufliegen, ey. Weiter geht's ratzfatz. Oh ja, nicht schlecht. Na, bei mir fehlt noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr viel. So. Warte mal, hier ist noch dieser Gegenstand, der besondere. Bild wieder. Frau mit Waage. Oh, Stufenaufstieg. Na, GZ. Okay. Da dürfte jetzt die MP passen. Mhm. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Mach mal die Kiste auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal schieb ich gern was. Die letzten drei Stufenaufstiegsbehältern hatte ich nur Pistolen drin. Echt? Hm? Das hätte ich mir gewünscht zum Teil, ey. Aber die nützt man eh nie. Ich hab da immer noch die doppelläufige Schrotflinte von Level 14 oder so. Also hier hast du noch ein bisschen nach und los bei dem. Hm? Du Scheiße, was ist das denn? ACS-12, eine Schrotflinte mit dem Trommelmagazin. Hm, die habe ich gestern irgendwo auch bekommen. Ja. Die sieht geil aus, aber meine war von Werten nicht gut. Ja, ich habe auch nur eine blaue. Schon im Lootraum? Ja, ich habe noch nicht aufgemacht. Nein, ich stehe noch vor der Tür. Gar kein Waffenkoffer drin. Verbündeter Nachschubkonvoi in der Nähe. So. Lass uns mal zu dem Nachschubkonvoi gucken. Ich will mal gucken, was das ist. Was dem auf sich hat. Ich glaube, der bringt einfach Eis, oder? Den ähnlichen Tag hier. So, let's go. User joined your channel. Hallo. Guten Tag. Hallo, David. Und soll ich da rein? Das ist eine Belohnung, weil wir haben euch 3 Meter bis zur Basis gebracht. Großen Konvois verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, vielleicht bringen die nur was, wenn die gerade angegriffen werden oder so. Ja. So, jetzt hier oben Nebeneinsatz, ne? Aber das passt ganz gut, weil wir gerade Levelaufstieg hatten. Genau. Ach, der Imker. Scharfschützenknarre mit 17,7k Schaden. Du hast ja auch schon eine mit 18, ne? Was hat meine? Nee, 11 hat meine. Achso? Willst du meine haben hier? Ja. Ja, was du da hast. Eine Cover-SAS. Och, ja, meine Lieblingsknarre. Auf jeden Fall. Verbündeter Nachschubkonvoi erkannt. Level 26, na, das kriegen wir doch hin.
Ey, so mag ich das. Immer noch der Munition drin. Gegner bewachen einen Ort in der Nähe. Hier ist noch Nahrung oder sowas. Das war so klar. Ja. Manchmal riechst du es richtig. Da siehst du richtig, wenn so plötzlich irgendwie was total unscheinbar abgeht, da weißt du schon hundertprozentig, dass da irgendwas ist. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Halten Sie Ausschau nach Jeff. Er ist vom Radar verschwunden und der Campus macht sich Sorgen um ihn. Geht an. Nicht knallen. Wechsel sind auch gut gemacht, wenn du in den Raum gehst aus der Sonne. Ja. Hier ist ein Waffenkoffer. Oh. M4 Leichtversion. Mit 5,2k Schaden, ey. Bei mir war es schon wieder eine Pistole. Siehst du was von da drüben? Ja. Keine Feinde. Rechts sind Feinde. Ohne Menge. Links. Ich kümmere mich drum. Ja. Da. Den nicht mal. Ja, wenn du auf die nicht richtig aufpasst. Suchen Sie weiter. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Oh, ich bin so doof, ey. So, wo sollen wir jetzt suchen? Hier bei den Seilen. Boah, jetzt nicht Bienen, ey. Na, sieh mal.
mal an, wer da ist. Schön, dass Sie da sind, Division. Ja, gerade als ich beim Ernten war, kamen ein paar Hyäna-Bastarde angetanzt. Wissen Sie, ich dachte, ich warte einfach, bis es Ihnen langweilig wird. Das ist doch scheiße, was jetzt hier passiert. Hm? Scheiße! Wenn es eine Sache gibt, die richtig gut aus der anderen Richtung. Kann Radau machen. Kettensägen, Mann. Ach, fuck yeah. Sehr schön. Junge. Na, das war gut. Lass uns mal sammeln, bevor wir mit dem Idioten sprechen. Ja. Kettensägenmann war bei mir ein bisschen buggy. Der stand dann irgendwann rum und hat nicht mal nichts mehr gemacht. Gemerkt, du kannst übrigens auch, wenn du ein Objekt teilen willst, einfach mit Rechtsklick. Das ist wie bei den Mods. Da kannst du auch Mods drauflegen. Rechtsklick. Ich quatsch mal an, ja. Danke, Sie haben mir echt den Arsch gerettet. Wie wär's mit einem Glas flüssigem Gold? Ich hab keine Ahnung, was man im Weißen Haus so zu essen bekommt. Aber ein Löffel von dieser Köstlichkeit macht alles besser. Ist klar. Es wird wohl Zeit, zum Campus zu gehen. Hier kann ich ja nicht bleiben, solange mir diese Hyänas im Nacken sitzen. Junge, ich sitze gleich im Nacken, du Sprallo. Ey, das ist doch nicht zu fassen. Gute Arbeit. Ist nicht mehr so einfach, eine Naschkatze zufriedenzustellen. Ich schicke eine Eskorte, die Jeff zum Campus bringt. Noch raus, okay. Ja. So. Soho.
Soho. Den Haupteinsatz jetzt oben? Ja. Nach Ausfall des Shade-Netzwerks haben wir ein Team losge... Gut, alle unsere drei Projekte sind fertig im Übrigen. Können wir danach schön abholen. Ich und dann reicht's auch für heute. Denke ich auch. Noch 4 Level, ey. Ja. Bist du auch 26 jetzt? Nee, 25. Krass, ich konnte den Levelunterschied nie... Na, ich habe schon ein paar Level aufgeholt. Deswegen, also ich denke mal, das gibt einfach so einen Catch-Up-Effekt. Also am Anfang ziehst du relativ dicht schnell ran. Sind alle bereit? Tschüssi. Tschüss. Nein, der Gegner und ich. Was von hinten? Und Pfeffer. Gelber ist hier drüben auch. So, dann komme ich zu dir. Und Vorschlaghammer. Links noch ein Violetter. Verdammte Scheiße, nein! Ein Treffer. Und noch gelber. Der hat gesessen. Ja. Crit, ne? Picken wir links noch. Die haben nicht mal was gedroppt für mich.